Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Liberation. Wir sind wieder die Dame und wir sehen etwas anders aus, denn ich habe mal das Outfit ausgerüstet, was wir bekommen haben für die 10 Broschen. Gab's gratis, muss man beim Laden für Schneiderei, bei der Schneiderei abholen. Sieht, weiß ich nicht, ist nicht unbedingt meins, aber ja. Die Intrige aufdecken. Könnte sein, dass die letzte Mission ist. Die Handschriften stimmen überein. Es scheint, dass Boucher hinter dieser Verschwörung steckt. Wir haben kürzlich merkwürdige Aktivitäten rund um sein altes Lager ausentdeckt. Ich bin mir sicher, du findest ihn dort. Liebe Grüße, Gérard. Altes Lager aus nur entdeckt zu werden, könnten wir hinbekommen. Also die wollen sich wieder vergewaltigen hier. Anscheinend aber nicht. Die muss ich immer wieder neu ausrüsten, warum auch immer. Ja. Ich habe mal noch ein bisschen im Handelssystem rumgespielt. Alle mein Schiff mal auf den Weg gesetzt. Und man verliert anscheinend nur Teile der Fracht. Also die Piraten haben irgendwie was geholt und ja. Synchronisiert oder? Okay, ne. Dann haben wir es geschafft anscheinend. War irgendwie ein bisschen komisch. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich es schaffe, weil ich ja entdeckt wurde. Also irgendwie war es ganz komisch. Aber naja, stört mich nicht. Wir machen weiter als Aveline de Assassini. Damit wir den Rest noch machen können. Hätte ich gewusst, dass die Mission so kurz ist, hätte die vielleicht noch ein letztes Paar dran gehängt. Aber naja. So. Sklaven geht im Bayou weiter. Assassinen müssen wir hier noch was machen. Im Bayou gibt es dann noch Sammlerobjekte, die wir holen können. 3 Assassinenmünzen, glaube ich. 5 von den Voodoo-Puppen. 2 Alligatoreneier. Und es könnte noch sein, dass wir Bayou-Fever-Patienten. Also Fieberpatient, nicht Fieber. Ich habe gerade nur den englischen Namen wieder im Kopf. Heilen müssen mit unseren Pilzen, weil ich glaube, es gibt auch 10 davon. Und gefühlt habe ich nicht 10 geheilt. Ich habe auch eine Karte noch auf. Ich habe sie gerade nicht auf, aber ich habe die Karte schon in meinem Browser in einem anderen Tab offen. Aktuell habe ich gerade noch die Voodoo-Puppen offen, weil ich die als letztes geholt habe. Und wenn wir die da haben, haben wir glaube ich sogar... Also es könnten noch... Tagebuchseiten fehlen. Die muss ich mir noch mal angucken. Aber ansonsten sind wir schon recht weit. Ich weiß gerade noch gar nicht, welche Tagebuchseiten wir noch fehlen. Das werde ich auch gleich abgleichen. Also das heißt, nach dem Part wahrscheinlich, wenn ich dran denke. Aber erstmal den Geschäftsrivalen hier außer Betrieb setzen. Ich glaube, das ist eine leichte Mission. Success hat den Hafen erreicht. Gut. Mademoiselle Aveline, der übersättigte Textilmarkt strotzt vor Korruption. Wie ungebührlich. Und der Feind trägt die Schuld? Ja. Ein einzelner Händler, Monsieur Chaperon, diktiert sämtliche Preise. Den werde ich mir schnellstmöglich vorknüpfen. So. Weniger als wenn wir... Oh Gott, ich hätte vielleicht mal Forderung achten sollen. Ich habe gerade noch kurz das Handy geguckt, weil ich dachte, wir reden noch ein bisschen mehr. Was seid ihr denn, ihr Penner? Also Pistole wieder ausrüsten. Ich glaube, ich habe es gemacht. Ja, perfekt. Wo ist er denn? Wer heult denn hier rum? Meine Fresse. Okay, ich habe ihn innen drin nicht gefunden. Ich guck mal außen an. Ist das da vorne? Okay, ein bisschen Geld erhalten.
Sprich du deine Skills, mein Freund. Auch unentdeckt bleiben. Oh mein Güte, das habe ich nicht gelesen. Ja doch, stimmt, da stand unentdeckt bleiben unter 2 Minuten. Gut, letzten Mal Punkt starten. Bis gleich. So. Ist er das nicht? Oh, das waren sie gar nicht. Gut zu wissen. Ja, wahrscheinlich habe ich auch gerade die beiden da umgebracht, aber das waren gar nicht die, die ich töten sollte. Obwohl nicht. Ich habe ihn ja umgebracht. Na egal. Jetzt noch schnell looten. Hoffe, dass die Gegner da vorne nicht kommen. Perfekt. Ja gut, das mit dem unentdeckt bleiben, das habe ich ein bisschen verschluckt. Haben wir hier sonst noch was? Wir können jetzt hier noch 2 Läden kaufen. Machen wir am besten noch gleich, ne? Dann haben wir es hinter uns. Mit dem Handel, sie können halt auch echt gut Geld verdienen. Und kompliziert, habe ich es ja genannt, ist es ja auch nicht wirklich. Ist ja immer nur, kannst du es von A nach B machen, aber so halt von 3 Orten hin und her schieben Waren zu, du hast hier so wie 7 Orte und die sind alle untereinander auch noch verknüpft, so halbwegs. Ja. Ist es halt schon komplexer geworden, aber es ist halt nicht schwierig zu verstehen. Es ist halt immer noch, kaufst irgendwo was und dann schickst du es irgendwo hin, wo es hinpacken kann. Öl zum Beispiel oder Pech, das habe ich in Veracruz hieß das, glaube ich. Es ist in Mexiko, glaube ich. Ich bin ja in die falsche Richtung, ich habe auf mein Missionsjahr geachtet. Da gab es ja vorher nur Früchte, da gibt es auch Pech, das konnte ich nur nach New Orleans verkaufen. Macht aber 111 Gewinn, glaube ich. Also ich kaufe so 50 und verkaufe so 160. Lohnt sich halt schon, ne? Und auf dem Weg ist halt nur einmal Sturm. Also von daher ist in Ordnung. Wo ist er denn? Hier ist der Waffenladen. Waffen könnten wir auch wieder kaufen, aber ich werde jetzt mal das Geld behalten. Ich möchte erstmal, weil Waffen sind halt echt scheiße teuer. Ich möchte erstmal ein bisschen reich sein, damit ich mein Handelssystem über mal 50 habe. Und dann werde ich am Ende irgendwie alles nochmal kaufen. Hier nochmal 100% komplett machen. Aber so wichtig ist das jetzt ja nicht. Das war der Typ, den man die Voodoo-Puppen klauen kann. Ein Hungan oder Hungan oder wie sie sich nennen wollen. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. War das nicht schon hier? Ich dachte, die sind noch drüben hier gewesen. Aber nein, sie sind noch eine Ecke weiter. Gut zu wissen. Hallo, Doggy. Ein Kurier wird eine feindliche Agenten etwas überbringen. Verfolge ihn und tarne den feindlichen Kontakt machen. Okay. Bisher keine 100% Marke. Das ist gut. Ich frage mich, wie das mit Assassin's Creed Origins und Odyssey dann wird. Also, wie ich das machen will, weil Assassin's Creed ist ja eigentlich ja so mal so ein Spiel, wo man halt nebenbei halt noch einiges machen kann. Aber so die Story ist halt praktisch so streng vorgegeben. Die Gebiete sind auch nicht so riesig und die neuen Spiele sind halt echt scheiß riesig. Also jetzt Valhalla natürlich auch noch irgendwann, aber Valhalla soll erst nicht so gut sein, zweitens habe ich das nicht. Ich weiß gar nicht, wieso ich Odyssey habe. Was siehst du weit entfernt? Junge, ich bin gerade erst reingekommen. Ihr habt ja noch nicht mal gesehen vorher. Hätte ich vielleicht als Sklave machen sollen, damit ich nicht direkt auffällig bin. Oh, das geht nicht, nice. Ja gut, ach nee, kann ich ja gar nicht, weil ich das jetzt Assassinen machen muss. Stimmt. Das ist ja ein Assassinenauftrag und kein Sklavenauftrag. Sie werden die Mörder schnappen. Tja. Sie werden die Mörder schnappen. Sie werden die Mörder schnappen. Junge, beweg dich! Oh Gott, das ist doch so zum Kotzen. Ich finde es doch komisch, dass wir nicht untertauchen können. Ich meine, wir sehen ja trotzdem irgendwie noch so halbwegs normal aus. Klar, wir haben da so ein Blasrohr und ein Schwert runterhängen und eine Axt, aber
Zum großen Ganzen sind wir halt immer noch normale Leutchen. Stehst du weit entfernt? Den Templer töten. Dürfen wir hinbekommen, ne? Zum Glück sehen die mich auch nicht. Volle Synchronität, perfekt, das gratis die Woche. Ich finde auch. Erstmal gucken, ob wir noch Aufträge haben. Ja. Ich finde auch gut, dass die. Dass wir keine Zivilisten töten dürfen. Eigentlich, wir können das ja gar nicht. Aber ich hatte ja, dass ich so einen Zeugen für die Dame töten. Getötet habe und hat das Spiel gesagt, und aber hier kein Zivilisten getötet, aber das geht auch eigentlich gar nicht. Wir haben ein Problem, das nur eine Frau lösen kann. Eine Frage von Angebot und Nachfrage. Oh ja, Frauen sind gefragt in New Orleans. Nein, ich meinte Rohstoffe, Baumwolle, Tabak, Zucker. Der Feind hat einen großen Produzenten gewonnen. Monsieur Marcantel. Er ist sehr gesellig. Doch man benötigt Charme, Anmut und Status, um in seine Kreise zu gelangen. Mir fällt schon ein Vorwand ein, ihn aufzusuchen. Das Ziel betören. Okay, jetzt müssen wir ihn finden, das heißt, kein Problem. Problem ist nur, dass hier nichts ist. Müssen wir erstmal nach da unten laufen. Außer das Spiel sagt, hey, Ziel zu weit entfernt. Ich denke mal, dann wird das hier den Laden freischalten. Ich glaube, ich hatte da noch welche offen, oder? Oder vielleicht auch die beiden hier noch? Was heißt noch? Ich denke, drei Stück wäre schon viel. Und ich glaube, wir haben dann immer noch nicht alle. Ich weiß nicht, wie viel es von den Aufträgen gibt. Es war, glaube ich, eine ganze Menge. Ich glaube, acht Stück oder so. Aber wir haben ja hier schon zwei gemacht, bevor wir jetzt die hier angefangen haben. Also 6 plus 1 noch im Bayou. Dame wollten wir. Wir müssen ja betören. Und was war das andere? Unentdeckt bleiben? Ich habe nicht zugehört. Ich habe es nicht gelesen. Das sagt die Jan das ja nicht. Kann ich es noch nachgucken? Aktuelle Erinnerung? Nö. Ich tippe mal auf unentdeckt bleiben, aber ich weiß es nicht. Okay, mit LB und LT kann ich mir das auch nicht aufrufen. Betören ist doch eigentlich echt leicht, dann betörst du die halt, ziehst sie halt irgendwo hin, wo keiner ist, und dann gibst du Klinge im Bauch. Oder im Nacken. Ne, ist tatsächlich nicht, verpisst euch. Ich hab keinen Bock auf Vergewalt, Junge. Hallo Hühnchen. Bock, Bock, hallo Schweinchen, Anrang. Und hier ist die Schnellreise. Ich denke, Bayou. Ich weiß nicht, ob wir nach Mexiko zurückreisen können. Würde eigentlich Sinn machen. Ja, wir kommen gleich noch wegen der Story nochmal hin, weil es gibt ja noch einen Auftrag in Mexiko, wo es eben die letzte Maya-Statue gibt, oder Statuette. Okay. Da hätte man doch einfach das so machen können, dass da die Map zu Ende ist und nicht, dass da halt einfach eine Mauer ist. Ich würde sagen, jetzt ziehen wir einfach mit nach oben, ne? Oben sind Leute, das ist auch nicht gut. Die bewegen sich hierher, das ist auch nicht so toll. Wenn die hier weggehen? Das Ziel betören. Ja, haut mal ab, ich muss den mal gleich da umlegen. Da kommt noch. Warum kommt der jetzt schon wieder angelaufen? Ja, komm mal her, wir hauen ab. Vielleicht hier ganz hinten? Da ist der, ne? Versuchen wir mal. Ach Gott, hier sind ja auch welche. Na mit Freund.
Hier ist nämlich niemand. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht ein bisschen näher da ausschalten. Aber es ging nicht. Leider. Unentdeckt bleiben. Gut. Habe ich richtig geraten. Gucken wir mal, was wir noch freischalten können. Jetzt. Es sind tatsächlich drei gewesen. Okay, da haben wir noch einen. Das heißt, hier sind wir fertig mit den Dingen. Wir haben es alle geholt. Dann haben wir noch einen Auftrag als Assassin. Ne, haben wir noch was als Assassin? Ich glaube nicht. Könnte sein, dass wir tatsächlich noch in das Bayou kommen. Aber erstmal muss ich natürlich die Läden kaufen. Dann wird das fertig, ja. Also das hier, warum? Warum hat sich Ubisoft entschieden? Jo, also wir machen die Map so, dass man da an dieser Ecke nicht vorbeigehen kann. Also nicht so ganz nah vorbeigehen kann. Der Sklave noch im Bayou. Assassin noch im Bayou. Und ansonsten könnten wir noch die Seiten gebrauchen. Also ich glaube, wir haben schon echt die meisten gefunden. Seht euch das Frauenzimmer an. Junge, das Frauenzimmer kauft sich erstmal schön einen Laden hier. Und kauft dann noch zwei und dann noch ein. Da kommen wir nicht lang, schade. Es fehlen aber noch Aufträge für den Kapitän. Für den Kapitan. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Das ist Domingo Rodriguez wahrscheinlich nicht. Den Namen habe ich über den Kopf. Weil wir haben ja für ihn sein Boot nur zurückgeholt bisher. Und ich glaube, der hat dann auch noch irgendwie drei Aufträge mehr oder noch vier. Ich weiß es auch nicht. Dann gibt man die Assassinen, dann können wir sie wieder schnell bewegen. Assassinen. Und dann brauchen wir noch den Laden hier. Wir haben noch einen neuen Assassin auf, das heißt immer an den. Aber waren wir nicht damit durch? Ich habe doch geguckt und da war nichts, oder? Nee, egal, machen wir den noch fertig. Irgendwas. Einfach zu random Leute auf der Straße gehen und dann so andeuten, dass man denen die Kehle durchschnitzen will. Absoluter Alltag in New Orleans. Wahrscheinlich heutzutage immer noch. New Orleans habe ich auch gar keine Ahnung, was das für eine Stadt ist. Also ich weiß nur, dass sie da irgendwie Mardi Gras haben. Das ist hier irgendwie eine ganz komische Kultur. Und ansonsten ist sie wohl ziemlich nah am Wasser gebaut und Tsunamis oder so sind da nicht so gewünscht, aber passieren halt hin und wieder mal. Oder Hurricanes? Ich glaube Hurricanes eher. Ich glaube Tsunamis. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Unterschied ist genau. War ein Hurricane nicht irgendwie praktisch ein Tornado auf dem Wasser und Tsunamis sind einfach nur riesige Wellen? Ich glaube so in etwa war das. Kann auch sein, dass ein Tsunami, ich habe keine Ahnung. Tsunamis kenne ich glaube ich eher so aus Asien? Wo vom Namen eher herkommt? Keine Ahnung. Gerne in die Kommentare damit. Ein bisschen Grundwissen. Mein Schüler, ich wurde gewarnt, dass ein Schmuggler von den Wachen angegriffen wird. Sobald die Stadt verlässt, halte die Wachen auf, bevor sie ihren Befehl ausführen können. Zum Schmuggler gehen. Ach. Gut, dafür sollten wir vielleicht erstmal ein Messerchen nehmen. Weil es klingt sehr nach Kampf. Ich frage mich, wie lange das Spiel noch geht. Wir hatten jetzt, ich nehme glaube ich gerade den dritten Part in Folge auf und ich glaube davor hatten wir ca. 63% Synchronität. Da zählt ja auch immer halt volle Synchronität und sowas dazu, also dass man 100% macht, alles sammeln und sowas.
Und ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel noch gehen wird. Ist aber echt cool, so mit dem Schwert zu zuschlagen. Hier sind wahrscheinlich nochmal Wachen überall. Ja gut. Hallo? Aveline, was machst du da? Ich meine, mach ruhig. Und zack. Na komm her, Freund. Jetzt noch raus aus der Stadt und dann müssen wir es auch haben. Perfekt, sicheres Geleit. Wir müssen weniger als 2 Minuten machen. Kriegen wir hin. So, haben wir hinbekommen. Haben wir noch einen? Wir haben noch einen. Ja. Gut, ich gucke erstmal, wo uns das hier hinführt. Das interessiert mich gerade tatsächlich ein bisschen. Und dann würde ich sagen, dass wir im nächsten Part weitermachen mit der Assassinen-Scheiße hier. Ich will die fertig haben. Okay, jetzt sind die bei U-Reisen. Ich hätte es nicht drücken müssen, es stand da. Nachdem er wieder ein Komplott aufgedeckt hat, durch den ihr Mentor aus seinem Versteck getrieben werden sollte, reist sie in den Bayou, um Agathes Vertrauen zurückzugewinnen und die Bruderschaft nicht aufzugeben. Ich hoffe, es kommt kein Cutscene, es kommt kein Cutscene, es kommt kein Cutscene. Es kommt kein Cutscene, nice. So. Dann würde ich sagen, wir haben hier. Was bist du denn? Schmuggler? Oh Gott, wer ist das schon wieder? Sklavenbefreiung? Ja, das ist eine Mission. Das ist auch die letzte, meine ich. Gut, und den Rest gucken wir mal anders. Ich werde dann jetzt, glaube ich, nochmal hier schon mal suchen nach den Sammelobjekten, dass wir die im nächsten Part haben. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.